Leute, willkommen zu einer etwas kürzeren Session oder einer besonderen Session von Spyro The Reignited Trilogy ohne The. Das Spiel hat keinen Artikel, das ist toll. Es ist ein Artikel, es hat aber keinen. Wir gehen mal eben zur Eisspitze, habe ich mir gedacht. Das ist eigentlich ein ganz nettes Level. Ich wollte es mal ein bisschen kühler haben, auch wenn man jetzt rausguckt. Ja, schon die Kälte hat. Boah, ich habe keinen Bock rauszugehen in der Kälte. Das ist halt immer so. Der Sommer ist mir zu heiß, aber der Winter ist mir halt auch einfach zu kalt. Es gibt halt nur im Herbst und im Frühling so die besondere goldene Mitte, sag ich mal. So, und jetzt reden wir mal mit diesem Eisbären, wenn er denn will. Woo! Okay, das ist cool. Ist das ein Bug? Ich glaube, das ist ein Bug. Ah, okay. Dann rede mal. Ich war heute mit Doc zum Eisangeln verabredet, aber der Weg wurde von Rhinoxen mit Eis versperrt und ich komme nicht durch. Oh, schade. Ich wollte das Eis mit dieser Kanone wegpusten, aber sie trifft nicht vernünftig. Ich habe den ganzen Morgen nur daneben geschossen. Ja, hat man gesehen. So, okay, wir haben hier diese Kanonen und ich denke mal, die funktionieren so ähnlich wie im Windhafen, einfach invertiert. Ah, aber wir kriegen wenigstens die Edelsteine. So. Wie kann man denn nochmal da... Achso, ne, macht Sinn. Hätte ich jetzt nicht fragen dürfen. Vor allem, wenn der Wirbelwind direkt neben mir ist. Wir müssen die ganzen Vögel zerstören, denn die geben uns Kohle, wertvolle Kohle. Ich glaube, das waren auch schon direkt mal alle hier. Irgendeine Sache wollte ich gesagt haben. Ja, ich habe gesagt, die Folge wird mal, also die Session wird ein bisschen kürzer. Das kann sein, aber zum anderen, ja, ich bin mir nicht sicher, ob der Controller nicht bald irgendwie den Geist aufgibt aufgrund des Akkus. Deswegen habe ich den jetzt hier ganz komisch mit einem Mini-USB-Stick irgendwie, ja, an meinem PC angebunden und ich könnte jetzt theoretisch gleichzeitig auf meinem PC und auf der PS4 spielen, so wie es ausschaut. Also so habe ich das Gefühl jedenfalls. Nur ich glaube nicht, dass ich das offizielle Ladekabel für die PS4, für den PS4-Controller habe. Das ist nämlich so ein ganz komischer mit so Kringeln dran, der sich nicht wirklich, ja, es ist so ein bisschen wie so ein Gummiband, wenn ich das so trage. Und deswegen hänge ich hier auch teilweise am PC rum. Und sitze hier teilweise schief. Also, ja. Es kann sein, dass ich dadurch ein paar Probleme haben werde. Ich hoffe es nicht. Okay. Oh, da ist wieder so ein Enterich. Schon wieder. Okay, die sehen auch ziemlich dämlich aus. Ah, die Eisspitze hat mir ja immer gefallen. Die war jetzt nie wirklich so problematisch, habe ich das Gefühl. So, dann machen wir mal hier drüben weiter. Da gibt es den... Der uns haut, der ist deutlich kleiner als im Original. Ja, das ist sowieso so eine Sache. Manche Gegner, im Original war das halt so, du konntest kleine Gegner besiegen, indem du sie entweder anrammst oder anflamest. Wenn sie eine Rüstung haben, konntest du sie halt nur anrammen. Aber die großen Gegner, die waren halt immer nur mit dem Flammenatem zerstörbar. Yes, baby! Okay, hier will ich rein. Alternativ konnte man das später zerstören von oben. Das ist so ein kleines Fenster, durch das man rein konnte. Jedenfalls. Worauf wollte ich hinaus? Wollte ich irgendwie über das Original sprechen, oder? Ja. Ich habe über den Controller gesprochen. Oh, jetzt habe ich es vergessen. Tut mir leid. Oh, ein Edelstein, der in der Luft schwebt. Das sieht man gerne. Ach so, ich kann ja nicht springen. Bitte gib mir den Edelstein. Ja, das ist sowieso so ein kleines Problem. Genau, dass man nicht genau erkennt, ob jetzt ein Gegner einen... ob der jetzt rammbar ist oder ob man den wirklich anflamen muss. Dadurch, dass die Größe der Gegner... Ich meine, guck mal, der ist fast schon Normalgröße. Es ist halt wirklich... nicht wirklich gut gemacht, finde ich. Ich finde, der hätte noch ein bisschen... Ich sag mal so um... den Faktor 1,2 erhöht werden sollen. Also insgesamt skaliert werden sollen. Das wäre passend gewesen. Dankeschön. Oh, aber das ist kaputt gegangen. Das ist ja sehr passend. Dann habe ich weniger zu tun. So. Oh. Warum sind denn hier die Raketen so riesig? Kann ich mich draufstellen? Ja, leider nicht. Ich habe nämlich in einem Video gesehen, dass man auf der Rakete im Götzenbach sich da auf jeden Fall auf eine Rakete stellen kann und
dann quasi mitgleiten kann, mitfliegen kann. Das war sehr toll. Sah sehr spaßig aus. Würde ich gerne nachmachen. Bei Gelegenheit. Einmal nach oben. Kaputtchen. Und dann müssen wir da noch was kaputt machen, oder? Yep. So. Okay, das müsste alles gewesen sein. Nach oben kommen wir später. Mein Hals. Nicht, dass er sich jetzt verabschiedet. Ach ja. Ich habe insgesamt auch schon mehr von Spyro 2 und Spyro 1 aufgenommen. Beziehungsweise Spyro 1 habe ich schon fertig let's played. Das ist sehr toll. Oh, der kann seinen Kumpel auch umbringen. Ja. Sowas sieht man gerne, ne? Jedenfalls, ja, Spyro 2, da bin ich, glaube ich, ungefähr zur Hälfte durch. Das sagt jedenfalls die Prozentanzeige. Ist mal ganz nett, eine Prozentanzeige zu haben, so generell. Ich finde das immer ganz nett. Hier drüben ist ein Drachen-Ei. Und es ist wirklich eine sehr schmale Kante, auf der wir uns befinden. Maynard. Habe ich so noch nie gehört. Ja, in den Kommentaren wurde mir auch geschrieben, dass der Sound irgendwie nicht ganz... Ich weiß jetzt nicht mehr genau den Wortlaut, aber es soll angeblich so sein, dass der Sound ein bisschen zu leise ist vom Spiel selbst. Wobei, also ich habe jetzt einfach mal den Sound ein bisschen leiser gedreht. Nee, andersrum. Lauter gedreht. Das ist immer dieses Ding mit Plus und Minus, ne? Wenn man eine negative Zahl also höher setzt, dass das dann aussieht, als wäre die Zahl niedriger. Von wegen, ich habe jetzt einfach von minus 16 auf minus 15 gesetzt, sodass der Sound vom Spiel selbst jetzt eigentlich ein bisschen lauter ist. Ich hoffe, der ist hörbar, also so... Ja, hörbar ist er auf jeden Fall, weil ich höre das ja selbst in der Nachbearbeitung, das ist ja das Ding. Ich muss das Spiel auch immer wieder synchronisieren, dadurch, dass ich hier Probleme mit meinem PC habe. Nur ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass es gerade ingame-technisch so ultra leise sein soll. Okay, warte mal. Ich habe die Vögel vergessen in dem anderen Bereich, aber da werden wir sowieso nochmal hingehen. So, den anderen noch. Und dann ist natürlich immer noch das Problem, dass die Charaktere selbst, wenn sie sprechen, dann im Verhältnis auch ein bisschen leiser sind als ich selbst. Vielleicht auch zu sehr. Ich habe das Ganze noch nicht auf einem Tablet oder so gehört. Das würde ich nämlich auch nochmal ganz gerne ausprüfen. Weil vielleicht könnte man da generell irgendwie mit was mit Channels machen oder so, dass gewisse Kanäle besser zu hören sind. Das habe ich jedenfalls manchmal so... Da habe ich manchmal das Gefühl. Es hört sich halt nochmal anders an, wenn man das Ganze auf dem Tablet hört. Ich höre das Ganze über Kopfhörer. So über solche, ja, wie nennt man das denn? Diese Fetten halt, die man sich über die Ohren stülpt. So gesehen. So, alles platt machen hier. Man darf nicht weiter existieren. So. Naja. Also, soundtechnisch... Ich weiß nicht. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Also, ich habe da ein bisschen was dran geregelt. Ich habe auch versucht, meinen eigenen Sound, also den Kommentar leiser zu stellen. Aber dann hatte ich das Gefühl, gerade weil die Soundeffekte so mega laut sind, ja, wäre das auch wieder so ein bisschen ein kleines Problem. Weil wenn ich die Soundeffekte wieder leiser stellen würde... Stirb, Vogel! Ach, da war ja der eine, der hier rumfliegt. So. Wenn ich die Soundeffekte leiser stellen würde, dann wären wahrscheinlich auch die Stimmen leiser und dann hätte ich wieder dasselbe Problem. Also, ich denke mal, dass die Soundeffekte, dass die Stimmen auch unter Soundeffekte fallen. Demnach, oder? Warte mal, das kann man jetzt mal ganz kurz nachprüfen. Sound. Lautstärke. Oh! Okay. Stell ich mal ein bisschen leiser. Vielleicht könnte ich das... Okay. Ja, muss man einfach mal nachprüfen, ne? So. Ja, jetzt muss ich das natürlich mitten im Part alles so ein bisschen anpassen. Ach, wie auch immer. Wobei, so, ich habe jetzt noch was an den Einstellungen verschraubt. Ich hoffe, das ist in Ordnung. So, wo ich ja gerade darüber geredet habe, dass die Soundeffekte eventuell zu laut sind. Man kann die tatsächlich doch umstellen. Habe ich jetzt nicht gewusst. Ich hätte jetzt gedacht, die würden unter... Soundeffekte fallen.
Ist aber anscheinend nicht so. Dann werde ich das vielleicht irgendwann mal umändern. Irgendwann, nach der Session. Das ist jetzt natürlich auch so eine Sache, dass ich das alles ein bisschen umstellen muss. Ach. So. Also ich würde es schon ganz gerne bei den Originaleinstellungen belassen. Das ist das Ding. Ich will ja jetzt auch nicht weiter drüber reden. So. Das ist mir jetzt alles zu dämlich, bevor ich hier den ganzen Part drüber quatsche. So. Wir können lieber über... Worüber könnte man reden? Darüber, dass ich noch nicht alle Vögel platt gemacht habe. Ich versuche einfach eine Lösung zu finden, okay? Das ist irgendwie so ein Mittelmaß zu finden, das mich selbst irgendwie glücklich setzt und die Zuschauer natürlich auch. Weil ich natürlich nicht will, dass mein... dass der Sound vom Spiel selbst zu laut ist und man mich deswegen nicht hört. Das war nämlich in alten Let's Plays immer so der Fall. Da habe ich immer, also wirklich, in alten Let's Plays, da war der Sound fast immer zu laut. Da hat man mich selbst vielleicht gehört, aber man konnte mich halt schwer hören. Und man soll mich angenehm hören, ne? Ihr wollt meine angenehme Stimme hören. Ja, genau. Wenn sie denn angenehm sein sollte. So, wir werden jetzt mal eben mit dem Kerl reden. Aha, ich habe heute Morgen Eisblöcke aufgestellt, damit Bob nicht vor mir angeln kann. Wenn du mal Eis angeln möchtest, leihe ich dir gerne meinen Angelköder. Du weißt aber schon, Chat, dass der See da unten ist, ne? Also dein Freund war schon irgendwie früher am See. Du kannst hier übrigens gerne jederzeit unsere Gondel ausleihen. Ja, danke schön. Ich will auch mal mit der Gondel fahren gleich, oder? Na komm, machen wir das jetzt. Okay, das ist unspektakulär. Im Original gab es da eine extra Animation für. Das scheint jetzt ein bisschen fixer zu sein, dadurch, dass man die Gondel einfach so benutzen kann, ohne dass sich die Kamera umstellt und so weiter. Hätte vielleicht doch noch ein bisschen schneller sein können. Ich weiß nicht. Dann wäre es vielleicht noch ein bisschen angenehmer. So, wir werden jetzt die zwei Diebe fangen und im Anschluss werden wir schön Eiskunstlaufen gehen, denn das ist eine tolle Tätigkeit im Winter. Ich hasse Eiskunstlaufen. Ich hasse Schlittschuhlaufen allgemein, deswegen... Tja. Ich denke mal, wir werden auch erstmal zum Sockel gehen, ne? Warte mal. Supersprint. Alles klar. Wir versuchen uns den mal direkt zu snacken, wenn das denn geht. Ach, unsichtbare Wände oder wie? Ach komm, wenn ihr den jetzt beschützt habt, dadurch, dass ihr da unsichtbare Wände reingeknallt habt, ne? Habe ich dafür echt kein Verständnis. Den Kerl konnte man im Original auch einfach so snacken. Und ich will meine Snacks haben. Außerdem muss man da generell hinkommen. Yes. Dann haben wir den schon mal. Das ist der zweite Dieb. Ach, hier macht der Moonwalk. Klar. Also wenn man mir jetzt ankommen will, ja, copyright-technisch, Moonwalk geht ja nicht. Das ist, das wäre eine Urheberrechtsverletzung oder so. Ja, klar, aber die Drachenbabys, das Skelettvieh, das darf keinen Moonwalk machen. Das werden wir vielleicht im nächsten Part sehen, denn es gibt auch in Spyro 3 sowas. Hier ist der Fähigkeitenpunkt. Im Original gab es hier so einen netten Glitch, wo man die Kamera umstellen konnte und dann konnte man den im Grunde hierhin, mochte man einmal nur flambieren, weil der Dieb, ja, sich vor einen teleportiert hat. Unglücklicherweise. Unglücklich für ihn. So. Okay, aber das ist eigentlich auch schon ziemlich cool. Ach komm. Kannst mich mal. Du elendiger Dieb. Komm her mit meinen Dracheneier. Ist er jetzt links oder rechts? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, beziehungsweise es war auch ein bisschen schwer zu sehen. Das hier sowieso nicht. Aber rückwärts geht's nicht, okay. Ich meine, im Original konnte man auch rückwärts den Weg lang laufen. So, ich sterbe jetzt hier ein bisschen oft. Aus Rücksichtslosigkeit. Einmal rechts, einmal links lang. Ah, da ist der. Komm her, so. Betty. Okay. So, worauf wollte ich hinaus? Genau, also, ich meine, man könnte die Drachenbabys doch auch Fortnite-Tänze machen lassen, oder nicht? Oder dabben, genau. Ich sag euch das. Hier wird irgendein Drachenbaby dabben. Das ist sowas von out. Und das fand ich auch immer scheiße, also, ich weiß nicht, das Dabben sah halt immer schon dämlich aus, meiner Meinung nach.
Unabhängig davon, ob es in oder out war. Ja, es ist. Was ist das für ein quietschender Ton? Als wäre vor meinem Fenster ein Zug angehalten. Hier müssen wir rein, ne? Yes. Okay, dann müssten das hier... Wenn ich auf der anderen Seite, also auf der echten Welt quasi nichts vergessen habe, dann müssten hier die letzten Edelsteine sein. Hoffentlich. Also da hinten, auf der anderen Eisspitze. Ja, aber ich finde, die Gegend sieht echt nett aus. So ein bisschen von Bergen umrundet. Okay, aber hier dürfte nichts mehr sein. Genau. Der zeigt auf das Portal. Boah, ist eigentlich schon fast ein Thumbnail-Wert oder irgendwie sowas, ne? So. Ja, dann verlassen wir mal den Bereich. Wobei gibt es... Ne, wir waren bei Geldsack noch nicht. Da liegt auch noch ein bisschen Kohle. Genau. Der alte McMoney-Sack. So. Der uns wieder ein bisschen ausrauben will. Okay, es fehlt immer noch was. Irgendwo da unten. Im Wasser? Weil das sagt mir jetzt im Grunde die Richtung. Dass es irgendwo in diesem Unterwasserbereich noch was ist. Komm. Auf Eis geht's nicht, okay. Auf Eis kann Sparks nicht suchen. Ja, irgendwo hier unter Wasser habe ich es vergessen. Ist auch schwer zu sehen, wenn hier alles so dunkel ist. Irgendwo in der Richtung. Hä? Okay. Keine Ahnung, von wo der kam. Vielleicht hat man es ja gesehen. Ich habe es jedenfalls nicht sehen können. Okay. Ja, dann haben wir jetzt alle Edelsteine. Ich bin auch echt gespannt auf die zweite Sparks-Welt. Also, die zweite Sparks-Welt war, glaube ich, die Welt, wo wir den Gemfinder bekommen haben im Original. Wenn ich mich recht entsinne. Ja, und hier wird das dann ein bisschen anders sein. Komm näher, Spyro. Hinter dieser Tür wartet die beste Show der Welt. Mit einem Eistanz. Wenn du ein Saisonticket möchtest, musst du dich beeilen. Nö. Was? Du willst nicht bezahlen? Wofür brauchst du denn dein Geld? Etwa für noch eine Fortsetzung? Für noch eine Fortsetzung? Was für eine Fortsetzung? Ha, Spyro hat seit 10 Jahren kein neues Spiel mehr gesehen. Also wirklich. Ich wusste schon immer, dass du für einen Drachen sehr kultiviert bist. Komm, die Show beginnt gleich. Okay, ich bin echt gespannt, ob sie den Dialog auf dem Mitternachtsberg geändert haben. Wenn man Agent 9 bezahlen, also nicht bezahlen, nicht für Agent 9 bezahlen will, weil dann sagt er ja irgendwas von wegen, ja, von dir gibt es noch keine Actionfigur. Dann könnte man auch irgendwie eine nette Skylanders-Anspielung machen, von wegen, boah, warst du mit deinen Skylanders nicht zufrieden? Irgendwie sowas, würde ich abfeiern irgendwie. Heute ist meine große Eistanzvorführung und diese Hockeyspieler verderben mir alles. Immer wenn ich tanzen will, stoßen sie mich mit den Schlägern vom Eis. Wenn ich nur einen Partner hätte. Einen mutigen, starken, schönen und lilafarbenen Partner, der Feuer spuckt. Ja, gibt's leider nicht. Kannst du mir bitte bei meinem Eistanz? Diese fiesen Rhinox-Hockeyspieler besetzen die ganze Zeit das Eis, auf dem ich tanzen will. Ach, komm, okay. Legen wir los. Das war eigentlich eine recht nervige Aufgabe im Original. Nicht unbedingt sauhart, aber schon ein bisschen nervig. Man muss die jetzt halt so ein bisschen eskortieren, so gesehen. Immer wenn die Rhinoxe kommen, muss man sie flambieren. Kann man sie selbst flambieren? Okay, die macht nichts. Das macht ja nichts aus. Nur Hockeyschläger machen ihr was aus. Ich fand aber auch... Also ich finde das Design von der jetzt echt nicht so gut wie im Original. Ich weiß nicht. Das ist mir so ein bisschen zu kitschig teilweise. So. Macht, dass ihr verschwindet, ihr Hockeyspieler. Sonst noch wer? Will noch jemand eine Ladung? Du willst eine Ladung. Es macht natürlich auch Sinn, nah an ihr dran zu bleiben, damit man halt schnell die Rhinoxe flambieren kann. Wenn man weiter weg ist, dann muss man ja erstmal zu den Rhinoxen hinkommen. Man weiß ja, wo die hinwollen. Yay! Geschafft! Das war meine bislang beste Vorführung. Eins der Jurymitglieder war wohl anderer Meinung und hat mich mit einem Ei beworfen. Willst du es haben?
Nö. Okay, Kearney. Und das müsste das letzte Drachenei sein. Bei der nächsten Olympiade mit mir auftreten. Weiß ich nicht. Bei der nächsten Olympiade? Wo soll denn die nächste Olympiade stattfinden? Gab's da nicht auch irgendwie sowas, Ich weiß echt nicht. War das nicht irgendwas mit Russland oder so? Das ist jetzt sehr, sehr vage. Was hast du gesagt? Ich muss mich beeilen. Ich bin bei der Vorstellung heute Abend Teil der Jury. Ach, klar. Deswegen. Wenn man dich bezahlt... Also, man kann ja sagen, was man will, ne? Aber, ich denke mal, der Gewinner wird der sein, der Geldsack am besten bestechen kann. Bestechliches Geldsack auf jeden Fall. So, Gartenstadt. Ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir dann die Zaubertürme. Da gibt's auch wieder wundervolle Skateboard-Action. Und, ja, die Tänze. Da wird mehr getanzt. Mit... Ach nee, ich will's nicht ansprechen. Das muss zensiert werden. Das ist meine Meinung. Zu diesem... Ach, Mist. Ixe, Ax, Max. Bisschen, Chispel. Helfen wir ihr. Machst du Witze? Sie hat dich fast geröstet. Ja, aber sie hat auf dich gezielt. Das wär's. Danke. Kein Problem. Gut für dich, dass Jäger in der Nähe war. Ich komme auch alleine klar. Oh, natürlich. Willst du, dass ich es dir zeige? Keine Magie mehr, hm? Soll ich dir Starthilfe geben? Ha, ich komme später wieder. Hey, warum hast du sie verscheucht? Tja, und wir sind wieder in der Eishöhle. So, okay, das ist ganz nett. Haben wir hier schon das Drachenei? Ich glaube schon, ne? Ja, komm. Einmal nachschauen. Okay, wir haben hier das Drachenei. Ja, ansonsten würde ich sagen, das war's von der Folge. Beim nächsten Mal geht's zu den Zaubertürmen. Wir brennen erstmal ein paar Hasen ab. Yay! Vielleicht gibt's ein Leben. Ja, da gibt's auf jeden Fall für ein Leben für. So. Ja, bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss und bye-bye.